So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario 3D Land. Wir brauchen hierfür 30 Star Coins, um den Spaß hier freizuschalten. Und das sieht jetzt doch nicht ganz so nach Spaß aus, bin ich ehrlich. Aber wir düsen direkt rein in Welt 4-3. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und ihr Bock, mit mir weiter in Mario 3D Land fortzuschreiten. Ich auf jeden Fall. Nach einer ziemlich, ja, langen Pause wieder. Leider zu wenig Zeit zurzeit, hier zu tun. Aber, oh nee, was ist das denn für eine Scheiße? Verpiss dich! Lol, die kann man killen. Nice. Bisschen Item. Oh, was für ein Segen. Oh, das Item ist doch der größte Segen. Okay, hier gibt es anscheinend aber nichts. Och man, es beginnt schon so. Wenn es schon so beginnt. Wenn es schon so beginnt, Guys, dann wird's schwierig. Dann wird's ganz schön schwierig. Oh. Ja, wenn ich auch so eine Plörre mache, dann wird's ganz, ganz schwer. Ja, dann wird's ganz, ganz schwer, Jungs. Come on, jetzt mal ein bisschen konzentrierter. Hallo, konzentriert habe ich gesagt. Konzentrierter heiße ich. Mit Vornamen. Denn deine Mutter. Piss dich. Sonst gibt es einen Gong, 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 Gong. Komm. Ja. Ja. Oh. Gut. Wichtig. Hier oben wird wahrscheinlich wieder unser erster, unser zweiter Starcoin sein. Unser zweiter Starcoin sein. Let's go. Und die zweite Starcoin. Wichtig. Das ist aber die Frage, wo ist die letzte? Und wie lange geht das Level denn noch? Andere Frage. Also erstmal hier eine Stampfattacke. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Aber das geht. Und das ist gut so. Warte mal, können wir vielleicht hier irgendwas ersperren? Ja, ich höre einen Toad. Da oben. Hast du einen Starcoin für mich, mein Freund? Okay, wo schmeißt du die hin? Okay, einfach da auch vorne, auf das Blaue. Ja gut. Okay. Also hier. Ja, die war ja free. Junge, der Goomba hat mich jetzt gerade richtig aus dem Konzept gebracht. Schnell ins Ziel. Ich sag ja nichts. Aber diese Blöcke sind scheiße dreckig. Weil die Steuerung in dem Game auch nicht gerade das Geilste ist, was man sich erwartet. Aber wir haben die goldene Fahnenstange und das ist das Wichtigste im Leben. Let's go. Perfekt. Gibt heute auf jeden Fall noch das Geisterhaus. Let's go. Ins Geisterhaus. Ja, eine Pause mache ich nicht. 4-4. Let's go. Oh, oh. Junge. Aber wenigstens haben wir die geile Mucke, ne? Das hat gerade hart gelaggt. Ist hier sonst noch was oder gibt es noch den hier, den Weg hier? Okay, für was ist dieser Peace-Switch dann? Ja, das Teil noch weiter. Ja, das Pferd wird noch weiter gefahren. Ich hab doch safe eine Starcoin übersehen, Jungs. Ah, wohl, da ist eine. Das ist die erste. Auch nichts übersehen. Okay. Verpisst euch. Okay, und jetzt? Halbzeit, aber keine zweite Starcoin. Ja. What the fuck? Ja, und jetzt? Wo geht's jetzt lang?
Soll ich da blind jumpen? Das mache ich doch nicht, oder? Hä? Lol. Ja, zum Glück bin ich da nicht geblindjumpt, weil hier anscheinend der Kack ist. Okay, man kann hier so hoch. Und beides einsammeln. Perfekt. Gut. Hat doch funktioniert. Und gut, dass wir uns da nicht irgendwo in die Tiefen gestürzt haben. Und ein Stern. Gib her. Jetzt weg mit euch, ihr Drecksäcke. Okay, da wir ja eigentlich noch eine Starcoin fehlt, die da hinten ist. Okay. Wir haben alles. So, die Frage ist, was jetzt hier raus aus der Hölle geht. Ich denke mal hier, oder? Hallo. Lass mich hier raus. Okay. Bruder, what the freaking banana. Ich habe ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich weiß nicht, ob es den Secret Exit gibt. Aber es gibt auf jeden Fall einen Stern, um ihn zu ownen. Und vielleicht noch was mehr. Brauche ich den Stern draußen? Okay. Perfekt. Was wünscht man sich mehr? Level abgeschlossen. Perfekt. Ja dann, ein Level gibt's auf jeden Fall noch. Und zwar, oh nee. 4, 5. Bis jetzt haben wir alles gesammelt. Es läuft heute sehr gut. Und jetzt kommt die Kacke hier. Okay, jetzt kommt also die richtige Scheiße. Kann das sein? Ja, jetzt wird's kacke. Ding, 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 ding. Und. Okay. Hier kriegt man ja, wie gesagt, nur ein. Ah, hier ist überall nur Coins. Okay, hier ist sonst gar nichts. Okay, wir haben aber einmal hier so ein Ding und einmal hier so ein Ding. So, und was bringt das jetzt? Gibt ein paar Coins. Aber was? Nee, warte mal. Ja, da geht's zu Starcoin. Da geht's zu Starcoin. Aber da brauche ich ja trotzdem wieder beide Schalter. Das kriege ich die ja nicht, oder? Oh, bitte klappt dich nicht ein. Bitte nicht. Bitte noch nicht. Dankeschön. Weiter geht's. Wir haben erstes Starcoin. Ich muss aber sagen, dass das Game jetzt auch was flüssiger läuft, seit ich die 4090 habe. Oh. Das fällt auf jeden Fall einem auf jeden Fall auf. Obwohl wir manchmal trotzdem noch mal diese kleinen Lags haben, aber dagegen kann man halt nichts machen. Oh, noch ein Tan. Okay, gut, den brauchen wir jetzt erstmal nicht, ne? Okay, komm her. Hallo. Du Kackteil. Lull. Okay. Starcoin Nummer 2. Wichtig. So, jetzt fehlt nur noch eine. Und? Die Frage ist, welcher dieser Schalter geht zu einer Starcoin? Also, ich denke, der hier. Oh ja. Macht Sinn, ne? So, warum haben wir jetzt hier vorne 30.000 Schalter? Ich aktiviere einfach mal alle. Gibt es ein paar Sekunden Zeit. Und hier geht es wahrscheinlich jetzt ins Ziel. Ja. Voll. Perfekt. Ja gut, komm, dann lass die Welt doch heute noch abschließen.
Läuft gerade so gut. Lass mal Bum Bum oder Pam Pam oder wer auch immer da im Luftschiff hockt, in den Arsch treten. Wenn wir eh schon hier sind, ja. Wenn wir eh schon hier sind. Abgeschlossen. Weiter geht's mit Welt 4 Luftschiff. Let's go. Dann, dann, da, 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 dann. Dann, dann, da, 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 dann. Sieht doch eigentlich schon mal ganz geil aus hier. Oh ne, es ist Scrolling. Ja, okay, das ist dann doch die Hölle. Das ist die Hölle. Ja, moin. Warum muss es denn Scrolling sein? Ich meine, wir haben Tanukis, ja. Gut. Boah, das hilft. Ich sehe gar nichts. War das gut, darunter zu gehen? Ja, es war gut, darunter zu gehen. Zweiter Starcoin. Ist es ein kurzes Level oder haben wir jetzt die ersten zwei Starcoins so schnell hintereinander? Ja, moin. Verpiss dich, Bruder. Ja, okay, das war halt klar, ne? Dass das passieren wird. Okay, jetzt wird's langsam doch ein bisschen brenzlig. Gibt das Kackteil. Junge, wie close das gerade war. Was ist denn hier hinten noch? Geht's runter? Was? Was ist hier unten? One up? Mehr nicht? Mehr nicht. Okay. Aber cool. Und das sieht nach Pam Pam aus. Das ist alles pink. Oder ich glaube, die heißt so, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn hier Bum Bum ist, ist es halt ein bisschen vom anderen Ufer. Nee, es ist so. Oh, nee. Oh, als ob die hier so ein anderes Angriffsschema hat, wie... Bruder, what the freaking banana. Ist ja komplett anders wie 3D World. Arm. Sogar schwieriger, würde ich sagen. Oder es liegt einfach an der Steuerung. Die Steuerung in 3D-Land ist halt wirklich nicht das vom Goldene vom Ei. Ja, lass mich sogar nochmal treffen. Aber Welt 4 abgeschlossen. Und das ist ja das, was ihr sehen wollt. Progress. Und der Part hat sogar eine super Länge. Da kann niemand dort sagen. Was ist hier noch? Ein Block. Was ist in dem Block? Ein Euro. Ja gut, der Block hättest du dir auch sparen können. Und bam! Und damit haben wir Welt 4 abgeschlossen. Perfekt. Zu 100%. Barabadaba. Wahoo. Perfekto. So, sind wir mal gespannt, was uns in Welt 5 erwarten wird. Die hatten wir ja zum damals mal freigeschalten gehabt, ne? Jetzt hast du ihn. Oh nein, Peach wurde da attackiert. Help me. What the fuck, das sind einfach ein paar Montys, einfach die da chillen. In der Wüste geht's weiter. Das nächste Mal lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ciao, ciao.